Grounded Zeit. Meine werten Damen und Herren, es wird mal wieder Zeit für ein neues Spiel hier auf dem Channel. Und zwar habe ich nämlich etwas gefunden, was uns, glaube ich, allen gemeinsam sehr gut gefallen könnte. Und zwar Grounded. Ich laber da gar nicht mal so viel und erkläre einfach nebenbei, was wir hier machen werden. Wir gehen jetzt einfach mal in den Singleplayer und starten jetzt einfach mal ein neues Spiel. Und dann erkläre ich euch gleich, wo wir gleich landen werden. Davor müssen wir uns aber erstmal einen Spielercharakter hier aussuchen, ne? Und ich habe mir jetzt ein paar Videos schon über dieses Spiel angesehen und alle Leute haben bisher immer diesen Max genommen, die Jungs waren. Und es gibt dann Pete nur als andere Ansichtsweise. Ja gut, entweder man nimmt halt Max oder Pete. Ich nehme halt jetzt einfach mal Pete, weil der hat ein cooleres T-Shirt an und alle anderen, die ich angeguckt habe, haben alle immer Max genommen. Deswegen, ich nehme diesmal Pete. Let's go. Wir nehmen die Schwierigkeit Medium und drücken jetzt einfach mal auf Starten. Es sieht nämlich so aus, dass dieses Spiel nicht einfach nur ein ganz normales Spiel ist, sondern hier ist man wirklich geschrumpft. Das ist eine coole Sache. Und zwar ist man hier nämlich so krass geschrumpft, dass man nämlich hier in einer Höhle landet. Und zwar sieht das Ganze so aus. Hier sind wir in der Nähe eines Koffers gelandet. Und die Vorgeschichte sieht so aus, dass wir hier anscheinend in einem Koffer drin waren. Und hier ist tatsächlich irgendeine Ampulle, wo irgendein Zeug drin war, was uns wahrscheinlich irgendwie kühl gehalten hat oder was uns injiziert wurde, damit wir kleiner wurden. Denn das ganze Ding sieht nämlich so aus, wir sind nämlich extrem klein. Wir sind jetzt dieser Charakter hier und so wie es aussieht, sind wir irgendwie aus diesem Koffer runtergefallen und sind jetzt sozusagen in einer kleinen Höhle voller Wurzeln gelandet. Und das ist auch gleichzeitig das Tutorial. Unten links haben wir Essen, Trinken, Energie und Leben. Das ist unsere Anzeige. Und das ganze Spiel hier ist eigentlich ein bisschen ähnlich wie Minecraft. Man kann hier bauen, man kann hier Sachen machen. Und ich glaube, der Grund, warum das hier auch cool sein könnte, ist, glaube ich, weil diese Entwickler etwas mit Raft zu tun haben. Beziehungsweise ein ähnliches Spiel wie Raft aufgebaut haben. Und Raft ist eigentlich so ein Spiel. Oh, da habe ich jetzt gerade eine Pflanze aufgesammelt. Raft war nämlich einfach so ein Spiel, wo wir einfach so einen Hai gehabt haben, der uns die ganze Zeit angegriffen hat. Und ich glaube, dieses Spiel ist so ähnlich. Was? Der ist gerade einfach vor mir weggerannt. Seht ihr den? Guck mal, da ist der kleine Käfer gerade hochgelaufen. Oh, das ist ja richtig witzig. Also wir müssen uns jetzt... Ah, oh, eine Ameise. Oh mein Gott. Hey, 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 Kollege. Hey, ah, ah. Alter. Okay, wir müssen uns erstmal dran gewöhnen. Also, das Spiel ist, glaube ich, auch von den Machern da gewesen, von demselben Spiel wie von den Leuten, die Raft gemacht haben. Denke ich, bin mir nicht sicher. Aber wir schauen uns jetzt einfach mal ein bisschen um. Also ihr bemerkt, das ist hier einfach ein Naturspiel so. Wir sind ganz klein und wir sind hier... Oh, man kann hier Wasser trinken, oder was? Slurp. Oh, 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 das war wahrscheinlich eine schlechte Idee. Oh, unser Hungerlevel geht richtig schnell runter und es wird schlecht. Ah, jetzt haben wir gerade schlechtes Wasser getrunken, ne? Ah, und jetzt steht oben dran beim Tutorial, finde und esse etwas. Nimm dir einen Pilz. Jetzt können wir hier Pilze mitnehmen, oder wie? Ach, Pilze können wir wiederum essen. Okay, das heißt, hier muss man essen und trinken, so wie es aussieht. Und wir müssen wahrscheinlich irgendwie diese Pilze hier essen. Okay, du hast die Pilze aufgehoben. Du kannst sie mit deinem Inventarmenü wieder, kannst du sie essen. Da hinten sind noch mehr Pilze. Warte mal, ich gucke mal. Das ist unser Inventar. Da ist unser Boy. Oh yeah. Hoffentlich können wir den noch irgendwie umziehen. Da haben wir hier nochmal ein paar Mushrooms. Erstmal ein paar Essen hier. Ich weiß nicht, wie viele wir davon essen müssen. Aber da oben seht ihr die Hungerkeule. Ich glaube, ich muss sogar alle essen. Ich finde es ein bisschen dumm, dass man nicht einfach alle auf einmal essen kann. Aber man muss da irgendwie immer Rechtsklick draufdrücken und essen. Naja, okay. Okay, wir sind voll. Alles klärchen. Ich glaube, bevor wir weitergehen, würde ich vielleicht auch... Man kann übrigens auch sprinten, ne? Würde ich vielleicht nochmal hier die ganzen Pilze mitnehmen. Weil Pilze sind, glaube ich, sogar relativ gut, immer mal wieder was zu essen zu haben. Und Steine nehmen wir uns auch mit. Und wir können übrigens auch diese komischen Dinger hier mitnehmen. Das sind so kleine Setzlinge. Ich glaube, aus denen... Oh, hey, guck mal. Wenn wir so einen Strohhalm hier kaputt machen wollen, brauchen wir eine Axt dafür. Okay? Das heißt also, mit dem Stein geht das, glaube ich, nicht. Okay, gut. Das heißt also, diese Typ-Indikatoren, die werden mir sozusagen immer anzeigen, was ich machen kann, um das sozusagen zu machen. Also es gibt hier viel... Oh! Oh mein Gott! Oh! Hey! Hey! Wartet! Yo, 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 alles gut. Alter! Alter! Yo, yo, yo! Hey, 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 ich will keinen Ärger. Ich gehe an denen vorbei. Was ist das hier? Zap?
Ich habe Harz, glaube ich, gefunden oder so. Alter. Sag mal, haben die hier gerade einen Käfer getötet? Hier war doch gerade... Die haben hier oben, glaube ich, auch einen Käfer getötet. Alter, die Ameisen sind voll brutal. Okay. Das sieht mir... Hey, da. So einen Käfer haben die getötet. Hey, den kann ich auch töten. Oh. Okay. Zack. Und... Ja! Nice! Ich habe jetzt auch einen getötet. Hey, die kann man essen, so wie es aussieht. Ja, die kann man essen. Komm her, Käfer. Okay. Käfer essen. Wo ist der Käfer hin? Ich muss ihn essen. Alter, voll cool. Wir haben richtig viel Essen durch diese Käfer. Also, das sind sozusagen Käfer, die man einfach essen kann. Okay, gehen wir mal weiter. Oh mein Gott, da ist wieder eine Ameise. Alter, die Ameisen sind übergruselig. Hey! Hey, 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 hey. Alter, Field Station. Was ist das denn hier? Oh mein Gott, lass mal schnell da reingehen. Das ist ein komisches Signal. Interagiere mit dem Computer. Geh an! Geh an! Okay, der geht nicht an. Ich glaube, der funktioniert nicht. Ich glaube, ich habe da... Ah, doch. Ach so, analysieren. Okay. Was kann ich hier analysieren? Was ist das? Oh, okay. Aha, Analyse komplett. Neues Rezept gefunden. Ah, okay, ich weiß, was das ist. Ich glaube, das sind sozusagen die Crafting Recipes. Das heißt also, damit kann man dann Sachen craften. Kann ich auch den Stein hier analysieren? Analysieren wir mal diesen Stein. Ah, können wir damit machen? Ah, hey, jetzt haben wir das Crafting Rezept für die Axt bekommen. Das ist ja cool. Und dann können wir vielleicht nochmal diesen Sprengling oder Stängling hier nochmal analysieren. Was haben wir da? Okay, Spiky Spring und dann noch irgendwas. Okay, und der nächste ist um 10.23 Uhr, kann ich wieder analysieren. Okay, das heißt also, hier müssen wir sogar recht oft hinkommen, damit... Oh mein Gott. Oh, hey. Oh Gott, was habe ich denn da geöffnet? Geh weg! Oh mein Gott. Oh. Oh! Oh! Nein, lass mich in Ruhe! Oh mein Gott, sind das viele! Oh, oh mein Gott, ist das ein fetter Marienkäfer! Ah! Okay, okay, okay. Relax. Ich muss mich verstecken. Oh mein Gott, die haben den Marienkäfer zerfetzt. Oh, ich muss hier verschwinden. Ich muss hier verschwinden. Ich brauche unbedingt eine Axt. Kann ich mir hier eine Axt bauen? Wie kann ich mir... Craft. Wooden Fiber. Und jetzt kann ich mir so eine Axt bauen? Nee, dafür brauche ich ein mehr Pebblet und mehr von diesen Springs. Okay, da ist nochmal ein Stein und nochmal so ein Spring. So, ich glaube, nichts mehr in der Nähe, oder? Okay, dann kann ich mir jetzt so eine Axt hier bauen. Craft. Craft und Equip. Ah, okay. Aha. Oh, oh ja. Aha, das ist meine Axt. So muss eine Axt aussehen. Okay, jetzt können wir, glaube ich, hier so... Mir ist gerade aufgefallen, hier voll weit in der Ferne ist über das riesige Haus. Aber da auf diesem Stängel ist Wasser, deswegen haue ich das mal hier weg. Und dann gucke ich mal, ob ich an das Wasser da rankomme. Oh mein Gott, es funktioniert. Da ist Wasser! Alter, wir haben Wasser zum Trinken. Oh, nice, so kann man Wasser bekommen. Oh, richtig gut. Und zack. Oh, hey, heftig. Grasplanke. Kann ich die aufheben? Ja! Cool. Okay. Lässig. Das ist sehr lässig. Damit haben wir jetzt hier ein paar Grasplanken. Und die... Was können wir damit... Oh mein Gott, da unten. Hey, da ist der Marienkäfer. Vielleicht kann ich dem das geben. Vielleicht will der mit mir tauschen. Ich gebe dem Marienkäfer diese Planken. Und er gibt mir was zu essen. Nee, warte. Hier, willst du die haben, Mann? Ich glaube, der Marienkäfer ist nett. Das ist korrekter Typ. Hä? Ach so. Ich glaube, diese Planken sind... Oh nein. Hey, hey, hey. Oh, die greifen mich wieder an. Oh Gott, das ist so krass. Diese Ameisen sind viel zu aggressiv. Ich hätte die eine Ameise nicht angreifen sollen, aber ich habe so Angst vor ihr gehabt. Okay, können wir schon wieder analysieren? Können wir? Ja, können wir. Dann lassen wir das hier analysieren. Diesen komischen Harzstein, den wir da haben. Was ist das? Ah, und damit kann ich mir eine Workbench bauen. Cool. Und dann das hier analysieren. Was ist das überhaupt? Ein Sack? Woher habe ich diesen Sack überhaupt? Hm. Eine Gasmaske? Was? Okay.
Okay, ich glaube, die Ameisen sind nicht mehr so sauer auf mich. Ich gehe jetzt einfach ein bisschen sammeln. Und dann schauen wir uns hier einfach mal ein bisschen um. Ich hoffe mal, uns greift hier nichts an. Ich habe nur gehört, dass es hier riesige Spinnen gibt. Und ich habe schon so Angst vor diesen Ameisen. Okay. Was ist das hier? Oh, Alter! Das ist eine Fliege einfach! Ja, aber Fliegen sind korrekt, oder? Eigentlich sind die doch gar nicht böse. Die fliegen einfach nur herum. Die sind einfach nur, glaube ich, ein bisschen dumm. Hier ist getrocknetes Gras. Aha! Ah, das ist auch interessant. Okay, getrocknetes Gras kann man auch benutzen. Das ist wahrscheinlich auch sehr sinnvoll. Was ist das denn hier? Ist irgendeine Verpackung oder sowas, die wir da haben. Ice Caps Mint Container. Oh mein Gott, das ist sowas wie Dings. Tic Tacs. Kennt ihr Tic Tacs? Oder heißen die nicht so? Tic Tacs? Ja. Das ist so eine Plastikverpackung davon. Oh mein Gott, Alter. Wir haben das erste Mal richtig Plastik gefunden. Ne? Die ersten Auswirkungen von Plastik in der Natur. Die wir jetzt hier gerade erforschen. Geh weg, Fliege! Wo ist die? Komm her, du Fliege! Vielleicht kriege ich die. Vielleicht kann man mit einer Fliege ja irgendwas craften. Ich weiß es nicht. Können wir in diesen Plastikcontainer reinkommen? Kann man da drauf? Ja! Aber was kann man damit machen? Wir kriegen das, glaube ich, nicht auf. Nee. Alter! Dieser Marienkäfer sieht so cool aus. Hey, was ist das da? Hier ist ja nochmal wie so eine Art mysteriöse Maschine. Alter. Yo. Alter, dieser Marienkäfer ist so groß, ey. Hey, Marienkäfer. Hallo. Was passiert, wenn ich den angreife? Das wollte ich nicht. Ich wollte es nicht. Oh, mysteriöse. Hier bin ich sicher, gell? Ich verstecke mich hier hinterm Kabel, oder? Oder? Gib mich, komm. Okay, Leute, wisst ihr was? Wir schauen uns die Maschine in der nächsten Folge an. Digga, da ist eine Fliege reingekommen. Ja! Die habe ich. Okay, ich habe eine Fliege geholt. Okay, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich glaube, ich muss hier noch ein bisschen warten, okay? Wir sehen uns. Ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge.